Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oben auf den Tribünen. Ich möchte auch mit einer persönlichen Erfahrung anfangen. Und zwar war ich vor 10 oder 12 Jahren auf dem Evangelischen Kirchentag bei einem Workshop, wo es um Kriegsdienstverweigerung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ging. Der Workshop war englischsprachig und am Schluss in der Diskussion meldeten sich 2 junge Männer und sagten, wir kommen aus Eritrea, in unserem Land besteht dieses Problem heute. Und sie fragten, wie unserer Meinung nach man am besten mit der Situation in einem Land umgeht, wo unter dem Vorwand, dass man sich gegen einen großen, militärisch übermächtigen Nachbarn wehren muss, das Militär sich die ganze Bevölkerung unterwirft. Und sie hatten den Schluss gezogen, in einer solchen Situation muss man und darf man den Kriegsdienst verweigern. Und das geht in einem Land wie Eritrea nur, indem man flieht. Und sie haben sich in Frankfurt zusammengeschlossen, ich glaube, Gießen ist mit angeschlossen, in einer Exilorganisation eritreischer Kriegsdienstverweigerer. Und diese Exilorganisation arbeitet seit vielen Jahren hier in Deutschland und sie hat sich international vernetzt und hat letztes Jahr eine Tagung gemacht in Pretoria, wo es unter dem Titel »Strategische Überlegungen über die politische und sozioökonomische Krise in Eritrea« um die Frage ging, was die vielen in verschiedenen Exilländern lebenden Eritreer zur Verbesserung der Situation beitragen können, in dem Sinne, dass sie ein Konzept entwickeln, wie ein demokratisches, ein wirtschaftlich nicht mehr völlig dem Militär unterworfenes und damit für seine Bewohner lebenswertes Eritrea aussehen könnte. Das finde ich sehr interessant, denn das ist ein weiterer Ansatz, den wir haben, um eine Veränderung in Eritrea zu bewirken. Dass wir nämlich nicht nur die, die als Flüchtlinge zu uns kommen, individuell unterstützen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann in das Land zurückkehren können, sondern dass wir unter ihnen auch eine Diskussion darüber befördern und sie darin unterstützen und bestärken über ein zukünftiges Eritrea, über ein Eritrea, das wieder lebenswert ist und das eben sich nicht nur über eine militärische Bedrohung durch das Nachbarland Äthiopien definiert, wie ein solches Eritrea aussehen könnte. Und da gibt es einige Hinweise in diesem Papier, die ich einfach mal zitieren möchte, weil die auch exemplarisch sind dafür, wie weitsichtig und wie klug diese Menschen sind, die sich da vor einem Jahr in Pretoria getroffen haben. Sie sprechen darüber, dass es in ihrem Land vor und nach der Unabhängigkeit eine Kultur der Intoleranz und Straflosigkeit gab und gibt. Sie sprechen darüber, dass man Mechanismen zur Konfliktlösung entwickeln muss, um in einem solchen Land, in dem im Augenblick die einen ja die anderen unterdrücken, anschließend wieder zusammenleben zu können. Sie sprechen davon, dass in einem so autoritär strukturierten Land eine Beteiligung der Bevölkerung auf Graswurzelebene gesichert werden muss. Sie sprechen von der Notwendigkeit eines ernsthaften Aussöhnungsprozesses unter Eritreerinnen und Eritreer. Sie wollen Mechanismen finden, mit denen man den sozialen Zusammenhang im Land wiederherstellt und stärkt, weil ja in diesem autoritären Regime alles kaputt geht. Das sieht man an diesem Menschenrechtsbericht auch, was es an sozialem Zusammenhang, an menschlichem Zusammenhang gibt. Und was ich auch interessant finde, Sie sprechen davon, dass die Rolle von einheimischen Strukturen und Bräuchen für einen Versöhnungsprozess unter Eritreerinnen und unter Eritreern auf der Ebene der Sippen und Gemeinschaften gefunden werden muss. Also genau das, was wir in Bezug auf andere Konfliktregionen in der Welt auch sagen, die Lösungen müssen aus der eigenen Tradition, aus der eigenen Kultur herauskommen. Die Lösungen können nicht von außen aufgestülpt werden. Und ich wünsche mir, dass wir einen Weg finden, diesen Diskussionsprozess, der nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern nach der Erklärung, die von Eritreerinnen und Eritreern aus Afrika, Australien
Europa und Nordamerika verfasst ist, offensichtlich mindestens auf 4 Kontinenten stattfinden kann, dass wir eine Möglichkeit finden, diese Diskussion zu unterstützen und zu stärken. Dankeschön. Der Kollege Thorsten Frey hat für die CDU